Eieiei, ich kack dich jetzt an. Ich will dich richtig ankacken. Oh nein, wer macht denn sowas? Send me a letter someday, oh. Send me a letter someday, oh. Hallo und willkommen zurück. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich habe gesagt, wir spielen die Level durch. Und das machen wir auch nach und nach. Ich muss mal schauen, wie das Ganze wieder funktioniert hat. Um Gottes Willen. Oh Gott, das war laut. Ich hatte so ein bisschen laut stehen hier. So, Pfeiltasten und Leertaste. Okay. Start. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Das Spukhaus. Okay, ich denke hier. So, eh. Mäh. Ach nee, Mäh ist Rocky. Krieg ist Erreiche die Riviera. Kräh, kräh. Ach, die haben uns ja geklaut. Du bist immer noch hinter uns her. Ich dachte, du hättest inzwischen aufgegeben. Pah, verfolge uns so viel du willst. Du wirst uns nie einholen. Oh, und wir nehmen diese Statue mit. Okay. War ja nicht meine Statue. Ich hätte nur gerne meine Sonnenbrille wieder. Hallo. So, was haben wir denn hier, Johannes? Guck mal, hier leuchtet was. Das ist Eis. Das sieht eher aus wie Mozzarella mit Erdbeeren. Vielleicht ist es auch Eis mit Erdbeeren. Es war Eis. Ich kann jetzt Eisklötzchen kacken. Ui. Okay. Hier ist was. Gehen wir erstmal dahin. Hallo, geh dahin. Normalerweise ist das ein netter, sicherer Park, aber es geht das Gerücht um, dass ein Verräter unter uns ist, ein falscher Pantomime. Vielleicht kannst du das Rätsel lösen. Sieh dich genau um und finde heraus, welcher Pantomime falsch ist. Okay, kacke nicht auf einen unschuldigen Pantomime. Nicht, dass ich das schon getan hätte. Okay, warte mal, wir gucken uns hier mal an. Er läuft gegen Wind an. Er boxt. Aber Pantomimen boxen doch nicht. Ja, ist ja gut. Aha, er läuft. Woher soll ich das denn bitte wissen? Er schwimmt in der Luft. Achso, ich kann mit euch sprechen. Ist es zu fassen, dass jemand vorgibt, ein Pantomime zu sein? Er spricht. Er spricht Pantomime, spreche nicht. Unsere harte Arbeit zu stehlen und sie für Klicks auf Chip-Chap zu posten. Wie absurd. Wieso sprichst du mit mir? Sprichst du auch mit mir? Nee. Aber du? Sprichst du mit mir? Das muss ich jetzt erstmal einmal checken. Wahrscheinlich ist es so einfach, dass ich das einfach nicht kapiere. Hallo? Nee. Ich kacke jetzt den da unten an. Ihn ja. Na? Hä? Jetzt kann ich nicht mehr. Was haben wir hier liegen? Ah, guck mal, da kann ich wieder einmal. Du bist doch angekackt, oder nicht? Kann ich das auch wieder zerstören hier? Wie ging der Sturzflug? Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass ich meinen Sturzflug hier
bin ich jetzt so wieder schneller unterwegs. Okay, ja. Hi. Nein. Ich bin für den da unten, aber irgendwie... Ach, guck mal, das ist wieder ein Igel. So, das sind jetzt die normalen Kackdinger. Ich versuche es dann nochmal. So. Hoch und C. Aha. Das scheint richtig gewesen zu sein. Wo ist meine Karte eigentlich? Da. Oh, das ist aber groß hier. Uiuiui. Okay, Igelchen. Guten Tag. Die Sonne scheint hell, der Wind weht. Alle haben eine wunderbare Zeit. Das können wir nicht zulassen. Also, Terrorigel. Bitte erinnere mich, bitte erinnere diese Menschen an die Entropie des Alltags. Streife sie und iss ihre Hotdogs, zerbrich Blumentöpfe auf dem Fenstersimsen und kacke auf Autos. Tu's für die Entropie. Zerbrich Blumentöpfe, kacke auf Autos, klau dir Hotdogs. Die haben Hotdogs? Ich sehe keine Hotdogs. Hört ihr das Ruckeln in der Musik eigentlich auch? Was ist hier los? Sind das Blumentöpfe? Nö. Was hat er hier fallen lassen? Was ist das? Das ist ein Blumentopf. Na, gehst du runter, bitte? Ich will ihn zerbrechen. Ah, okay. So, wer von euch hat jetzt hier einen Hotdog? Ah, ihr habt alle Angst vor mir. Haha. Thea hat einen Hotdog. Komm her. Gib mir deinen Hotdog. Gib mir. Gut. Der hat auch einen Hotdog. Achso, Kacke auf Autos, ne? Oh, Entschuldigung. Hallo, was ist das hier? Auto-Zielfunktion oder was? Okay, die Autos haben wir. Da ist noch ein Hotdog. Gib mir das. Blumentöpfe brauchen wir noch, bitte. Wo haben wir Blumentöpfe? 10 Stück. Ich sehe keine Blumentöpfe. Oh, was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich, Okay. Die spare ich mir mal auf. Ich darf das noch nicht vergessen. Oh, hier sind noch mehr. Okay. Ich muss mir nicht aufsparen. Haha. Wir machen noch ein bisschen Unfrieden, bevor ich die Blumentöpfe finde. Oh. Es ist bestimmt noch eine Aufgabe hier, den Markt zu zerstören. Ich mache Glitzer-Regenbogen-Kacke. Naja, gut. Ich brauche Blumentöpfe. Oh, ich wollte hier nicht landen. Das ist auch bestimmt nicht so vorgesehen. Hey, doof, ich sehe keine Blumentöpfe.
Ja, für kacke ich jetzt das Auto an. Ja, hallo Igel, ich brauche trotzdem Blumentopf. Kann ich hier rüber? Nein. Okay, okay. Oh, eine Miezekatze. Die ist hier gar nicht aufgeführt. Hallo? Interessiert dich nicht. Okay, jetzt brennt es. Ich habe mit meiner Kacke was in Brand gesetzt. Okay, nee, ich brauche Blumentöpfe. Die Musik ist voll schön, oder? Ah, das war ein Blumentopf. Sind das hier auch Blumentöpfe? Ha. Das auch, ne? Ne? Wie, Ne, ich drück doch den richtigen Knopf. Ja, guck mal, der kann doch den auch schieben. Kann ich den doch wohl auch nehmen? Den kann ich nehmen, okay. Kann ich euch die vom Balkon nehmen? Oh, guck mal. Ja, das ist doch viel besser. Noch zwei. Gehen jetzt schon wieder nicht. Also. Ne, die ging ja nicht. Was hier ist? Ja. Geht doch. So. Na, gibt's das so ein Chirpschap? Gretchen, Liebling, noch mehr Gegenstände sind verschwunden. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese hinterhältigen Krähen Gegenstände sammeln, um einen Riesenroboter zu bauen. Glaubst du, das könnte wahr sein? Tja, sie können uns unsere Gegenstände stehlen, aber unsere Follower bekommen sie niemals. Und das ist alles, was am Ende zählt, richtig? Ja, ich weiß ja nicht. Das wolltest du mir nur erzählen? Du hast keine Aufgabe für mich? Okay. Dann gehen wir zu einem Ausrufezeichen. Hier. Die Maus. Ich und die Jungs wollen etwas echt Edles kochen, um die Mäuschen zu beeindrucken. Aber die Menschen horten alle Zutaten für sich. Schubs ein paar von den Nahrungsmitteln von den Ständen runter, dann huschen wir damit weg. Okay. Von den Markttischen. Wo ist denn der Markt? Ach, da unten. Schmeiß euch alles dahin, Kabin. Was könnt ihr noch gebrauchen? Paprika, ne? Ja, lass mal zur Paprika. Die brauchen Paprika zum Kochen. Ich häng fest. Scheiße, ich häng fest. Oh. Upsi, Entschuldigung. Was geht dir los? Warum machst du hier so Faxen? Sprich mit dem Mäuserich. Wo ist er denn? Wieder hier oben.
die Mäuschen werden nach diesem neuen Gericht lechzen. Ich nenne es Apfel, Apfel, Möhren, Karotte, Melonen, Apfel, Paprika, Crumble. Ich weiß ja nicht. Was das ist, fragst du? Ob es süß oder pikant schmeckt, fragst du? Ob du mal kosten darfst, fragst du? Geduld, Perfektion kann man nicht erzwingen. Es muss lange und heiß köcheln. Okay. Okay. Na, gehst du da hoch, bitte? Gehst du bitte? Da, danke. Oh. Du. Ich erkenne eine Künstlerin, wenn ich eine sehe. Ich ahne es. Diese Stadt ist fade geworden. Wir müssen sie aufmischen. Nimm diesen Farbpinsel und erschaffe dein nächstes Meisterwerk auf dieser Leinwand. Oh ja. Wie denn? Kuh-Dix. Oh, oh, was machen wir denn? Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Nennen wir es abstrakte Kunst. Maler, Maler an der Riviera, 1000 Blobs. Habe ich gerade bekommen als Achievement. Ja, oh. Ich weiß ja. Gut, ich nenne es das unfertige schwarze Herz. Stopp, das ist perfekt. Ja, ich weiß ja, Kunst, ne? Halt. So ein kompliziertes Werk, ja, natürlich. Für mich steht es für Verwirrung, aber auch Liebe. Ja, okay. Ungewissheit, aber auch Klarheit. Ja, können wir so gelten lassen. Danke für diese bewegende Vision. Ich weine nur, weil es so schön ist. Kümmere dich nicht um mich. Na gut. Gehst du bitte da hoch? Hallo? Ich habe die Steuerung immer noch nicht raus. Was ist das? Ach, der ist schon wieder... Irgendwas ist ja seltsam. Ist dir aufgefallen, dass wir in einem festgelegten Gebiet festsitzen? Du bist mir unheimlich, ne? Wie kannst du aus großer Höhe fallen und dabei unversehrt bleiben, weil ich in der Krise? Wie kann ich ein Laib Brot mit einem Gesicht sein? Ja, das finde ich eher fragwürdig. Und wieso stöhnst du die ganze Zeit? Wo wurde ich nach dem Antlitz meines Schöpfers geschaffen? Ja, bestimmt. Nein, es gibt nur eine Erklärung. Wir leben in einer Simulation. Oh nein, nicht schon wieder dieses Thema. Wieso verfolgt mich das so? Das muss ich doch schon mit der Peri diskutieren. Das muss die Wahrheit sein und ich werde es eines Tages beweisen. Okay. Da ist ein Ausrufezeichen jetzt hier bei dir, ne? Kann ich dich anmalen? Oh, guck mal, ich kann malen. La 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 la. Okay. Hier ist aber ein Ausrufezeichen, oder gibt's hier noch... Oh, hier ist ein Haus. Kann ich hier rein? Was ist denn da drin? Wie komme ich da... Wo hänge ich hier? Wie komme ich hier rein? Hier rein? Nein, das sieht nicht gewollt aus. Da unten. Bonjour. Hilfe. Croissant-Notfall. Oh, ich habe da ein Croissant jetzt. Hilfe. Toll, jetzt habe ich Hunger. Wir sind aber noch nicht fertig. Muss ich den jetzt hier freischaufeln? Unter einem Berg aus Croissant um Hilfe, wird um Hilfe gerufen. Okay. Ja, guter Mann, können Sie mithelfen, anstatt hier in der Gegend rumzulaufen? Mäh. War ich das richtig?
Naja, vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Da ist einer. Da habe ich mich hier zugebaut. Nein, jetzt... Ich kack dich jetzt an. Ja, du. So. Das hast du jetzt davon. Jetzt pfeif dich hier. Pfeif dich, habe ich gesagt. Ich versuche hier den Bäcker zu retten. Ich habe mir wieder alles hier reingelatscht, geschoben, gemacht, getan. Ah. Jetzt habe ich außerdem das Croissant kontaminiert. Und dein Kopf ist auch kontaminiert. Kann ich dich nicht auch so irgendwie freischaufeln hier? Wie ist das überhaupt passiert? Oh, merci. Ich habe eine Kochmütze gefunden. Ich habe aber Asenohren. Lasst mich in Ruhe. Da ist ein Sternchen links. Was ist das, ein Sternchen? Oh. Was ist hier passiert? Hey, 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 verzieh dich, Süße. Das ist ein Tatort. Oh, das ist mein Gegner hier. Was denkst du dir dabei, so in unsere Ermittlungen reinzuplatzen? Hör zu, ich bin schon an diesem Fall dran. Denk nicht mehr dran, deinen Schnabel in diese Angelegenheiten zu stecken. Zieh Leine. Nein, durch nicht. Also, wo waren wir? Ah, ein Taschentuch. Aber wo ist die Besitzerin? Ein Mädchen ist verschwunden. Stellt euch nur vor, eine Dame in Nöten. Kein Taschentuch, um ihre Tränen wegzuwischen. Sie wandert alleine durch diese kalten Straßen. Das geht so nicht. Kalte Straßen? Also, es sieht nicht so aus. Das geht so nicht, sage ich. Was ist denn das jetzt hier? Der Ermittler ist offensichtlich ein Trottel, aber er hat recht. Diese Straßen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Na gut, ein letzter Fall, um der alten Zeiten willen. Okay, am Bahnhof beginnt ein Rätsel, untersuche es. Bringe das Taschentuch zu einem Stoffexperten. Was ist denn ein Stoffexperte? Oh, guck mal, da ist eine Sherlock-Mütze. Woher zur Hölle soll ich wissen, was ein Stoffexperte ist? Wir gehen jetzt erstmal zum Igel. Ich lasse das mal kurz hier bei dir liegen. Oh, guck mal, da ist auch ein Pinsel. Oh ja, lass mich den Zug anmalen, bitte. Mein Bruder verlangt es immer noch nach Zerstörung, aber ich will dem Chaos entkommen und sesshaft werden. Das nennt man Charakterentwicklung. Ich habe gerade ein Restaurant eröffnet, aber es ist so weit weg vom Bahnhof, dass es niemanden finden kann. Was ich brauche, ist eine aufgemalte Linie auf dem Boden, um die Gäste hierher zu führen. Von hier. Oh, oh Gott. Brasserie. Nach hier. An dieser Stelle muss die Linie enden. Okay. Es muss eine einzelne Linie sein. Eine Farbe vom Anfang bis Ende, damit sie einfach zu verfolgen ist. Oh Gott. Kannst du einem Igel mal zum Flügel gehen? Tust du das, Krähe? Ja. Zeichne eine Linie, die vom Igel zu seinem Restaurant führt. Du kannst während des Fliegens malen. Aha. Okay. Ja, und wenn man dann den richtigen Knopf drücken würde. Ich muss da oben rechts hin, ne? Ich finde, das ist eine sehr gute Werbeidee. Könnte nur vielleicht Ärger geben. Oh, ist sie durchgehend? Oh, scheiße. So, wir gehen hier entlang.
Ich glaube, das war hier oben. Ah. Hier entlang, Leute. Hey. Der hat den Gegenstand weggeschubst. Wo ist denn der jetzt hingefallen? Oh Gott, hoffentlich komme ich da noch dran. Okay, ihr geht das jetzt wirklich nach, ja? Super, sehr leid. Ich wusste das nicht. Eieiei. Oh, okay. Ja, zufriedene Gäste, das ist Musik in meinen Ohren. Tolle Arbeit, meine Liebe. Das ist die schönste aufgemalte Linie, die ich je gesehen habe. Aber du bist die Expertin. Du kannst gerne jederzeit nochmal von vorne anfangen, wenn du denkst, das geht noch besser. Nö, lass mal. Ich weiß nicht, wer ein Stoffexperte hier sein soll. Hallo, geh mal weiter, bitte. So, wo ist das hingeflogen? Was ist denn hier los? Das hier ist doch irgendein Dingenszeichen hier, oder? Nix drin? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das brennt. Ich habe ein Brecheisen. Aber, nee, warte mal, das wollte ich auch gar nicht tun eigentlich hier. Ich wollte wissen, wo das Taschentuch hingeflogen ist. Da. Guck mal da. Da ist dieses Zeichen. Wieso denke ich an Half-Life? Ist das Half-Life? Wieso weiß ich das nicht mehr? Das kommt mir sehr bekannt vor. Zu einem Stoffexperten. Wer ist denn ein Stoffexperte? Ich muss das tun. Bist du ein Stoffexperte? Oh nein. Okay. Was ist denn da drauf? Fische sind da drauf. Aber was ist denn ein Stoffexperte? Haha, daneben. Ein Stoffexperte. Ihr seid alle keine Stoffexperten. Reden wir von einem Menschen? Reden wir von wieder einem Igel oder sowas? Und warum ist die Peri nicht in diesem Level? Stoffexpert. Das ist doch bestimmt irgendein Geschäft, oder? Ach, guck mal. Der Schneider. Das wird doch Sinn machen, oder? Komme ich denn hier rein? Oder bist du's? Nee, ich glaube nicht, ne? Hier, guck mal. Schon, ich muss das jetzt ewig machen. Was meinst du mit, ich habe dieses Taschentuch schon einmal gesehen? Na, ich habe es hergestellt. Eine junge Dame kam gestern herein und hat es gekauft. Ob mir etwas Merkwürdiges aufgefallen ist? Nein, ganz und gar nicht. Warte mal, wollt ihr mir jetzt erklären? Die Gendarmerie sucht hier ein Mädchen, weil da ein Taschentuch lag. Nur weil da ein Taschentuch lag? Okay. Okay, ich hinterfrage das nicht. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, dann stand die ganze Zeit ein zwielichtiger Kerl vor der Tür.
Er trug einen roten Schal, ein billig hergestelltes Imitat, wenn ich das sagen darf. Ehrlich gesagt sah er so aus, als hätte er ihn aus einem Müllcontainer gezogen. Ist vielleicht ein Müllcontainer in einer dunklen Gasse dein nächster Hinweis, vielleicht da, wo die Katze sitzt. Das ist wirklich tragisch. Manche Leute erkennen den Unterschied zwischen Qualität und Müll nicht mehr. Müll, was? Andere Detectives hätten Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, aber ich bin nicht wie andere Detectives. So, dunkle Gasse, Müllcontainer. Da oben ist Katze in dunkler Gasse. Warum glitzert diese Türe so? Einfach nur weil wegen, okay. Halt, Detective, es hat gebrannt. Ma'am, bitte, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich will keinen Ärger. Ja, ich rede. Ich werde den ganzen Tag lang reden. Du musst mich nicht mal kneifen. Was, ein Mann mit einem roten Schal? Ja, da war so ein Kerl. Oh, es tut mir leid, aber ihr wisst, wenn ich viel lesen muss, dann passiert das. Und es ist 10 Uhr bei mir. Morgens. Ja, das war so ein Kerl. Und ich hatte erst einen Kaffee. Er hält sich am Pier auf. Er starrt mit gerunzelter Stirn sehnsüchtig ins Wasser, aber er hat keinen Stil. Am Pier. Ich dachte, ich sollte diese Trantüte aufmuntern. Ich sagte ihm, du brauchst einen neuen Look. Also haben wir uns meine Schätze angesehen und ich habe ihm einen schönen roten Schal ausgesucht. Ich habe ihn geschenkt und er ist an seinen Pier zurückgekehrt. Das ist alles, ich schwöre es. Dieser Kerl hält mich ganz schön auf Trab, aber der Pier ist meine einzige Spur. Mal sehen, ob sich roter Schal noch an vertrauten Gewässern aufhält. Achso, wir nennen ihn jetzt roter Schal. Okay. Wo ist denn das Pier? Muss ich eigentlich das Tuch mitnehmen? Roter Schal. Seht das hier auch noch? Nope, okay. Ich verwechsle manchmal Sachen, aber hier, es hat doch irgendwas mit Wasser zu tun, oder? Hat er erzählt? Der steht doch irgendwo an seinem Pier und guckt hinaus. Er hat keinen guten Schal. Und das ist doch, oder ist Pier hier auch, wo man entlang latschen kann? Steht da mit gerunzelter Stirn. Was ist das? Oh, roter Schal entkommt, lässt aber eine Art Lösegeldforderung fallen. Was könnte das bedeuten? Oh Baby, 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 I love you, Baby, Baby, triff mich am Grünen Park. Okay, ich dachte gerne den Justin Bieber Song. Muss ich das jetzt mitnehmen eigentlich? Nee, ich schleppe immer noch das. Am Grünen Park, ist das da, wo auch mein Ausgang ist? Dum, 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 dum. Ich liebe mein Baby. Mein Gott, was ist das denn für einer? Endlich können wir zusammen weglaufen, weil Liebe. Es spielt keine Rolle, dass meine Mutter dich für einen Versager hält. Ach so, sie sagt das. Oder dass dein Vater denkt, ich wäre ein Dummkopf. Sie werden uns niemals finden. Niemals wird dich finden, denn du bist nicht. Okay, das war Falco. Wir können ein neues Leben beginnen zusammen. Oh, küss mich, Baby, Baby, Baby.
Okay. Nun, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Manche Rätsel können nicht gelöst werden. Und die Liebe ist das geheimnisvollste Rätsel von allem Ende. Okay. Also, du hast den Fall gelöst. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Hey, lass dir das nicht zu Kopf steigen, Dummkopf. Na, hier habt ihr euer Tuch. Und dich kack ich an. Na. Ich will dich richtig ankacken. Okay, so. Wir machen noch, entweder beenden wir jetzt oder wir machen nur die Rennen. Komm, wir machen nur die Rennen jetzt. Mag die zwar nicht, aber naja. Das war ja einfach. Boutique de Mode. Hier oben. Okay. Stand da gerade mit Zeit. Hallo. Wo ist denn hin? Oh Gott. Wieder mit so einer Aufgabe hier. Ach, so wird das doch nix. Vor allen Dingen, wenn ich gleich nicht mehr kacken kann. Scheiße. Ich kann grad nicht mehr. So. Oh nein. Lass mich. Ich hab nix. Geh. War jetzt keine Bestzeit, aber geschafft. Weil ich keine Kacke machen konnte. Mensch, 50 Sekunden. Wohin? Ich habe nicht aufgepasst. Ah. Gott, was ist das denn? Okay. Einen haben wir noch, aber was ist mit diesem Brecheisen? Wieso haben wir ein Brecheisen da oben gefunden? Ist es einfach nur, um so Unfug zu machen? Weiß das jemand von euch? Wer macht denn sowas? Yay! Ich möchte trotzdem einmal kurz noch Wo ist es denn? Da. Kann ich es irgendwie benutzen? Auf dieser Kiste war doch auch dieses Zeichen drauf. Wo habe ich dich gefunden? Irgendwo hier, ne? Da habe ich dich gefunden. Das ist auch mein Pinsel. Hätte ich die Kiste nicht zerbrechen dürfen, sondern mit dem Brecheisen öffnen. Muss man doch irgendwas mitmachen können. Aber das kann ich nicht benutzen. Okay. Dann gehen wir halt.
müsste ja eigentlich mal auch irgendwas mal wieder von Oma kommen, oder? Bam. Ha. Ein Skin freigeschaltet. Ein Zebra-Kriechen. Brennen, ja, habe ich jetzt nicht alle Vokale. Geil. Aha, aha, aha. Fortschritt zurücksetzen? Nein, wieso sollte ich das tun? Ist unsere Oma eigentlich nicht mehr da? Die hat doch mal hier gestanden. Ich guck nur mal. Oh, das ist das Ende. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch sechs Dinger. Sehe ich das richtig? Und hier waren wir schon überall. So, ja. Nein, okay. Ja, ist ja gut. Wollte ja nur mal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwo mehr gibt. Kann ich hier rausfliegen? Oh, die sind Haie. Okay. Das ist einfach ein Hut. Schon mal passiert irgendwas. Oh, ist das was Geheimes? Darf ich da schon hin? Hallo, wieder jetzt hoch. Wo das ins Wasser fällt. Gehen wir mal einmal am Festland hier. Hä? Was mache ich denn damit? Okay. Greifen. Gegen Sturzflug. Okay. Aber das ist doch nicht einfach so. Hm. Okay. Dann bleibt nicht. Was haben wir noch? Oh, was ist das denn? Kapitänsmütze. Achso, ich wollte dich gerade retten kommen. Ist hier die Karte zu Ende? Was ist. Ah, oh, guck mal. Sind wir in einem Buch? Ein Kinderbuch vielleicht? Das ist bestimmt ein Kinderbuch. War das am Anfang schon mal kommuniziert worden und es ist mir entgangen. Wieso sind die Snacks genauso groß wie Legosteine? Okay, komm, wir gehen jetzt wieder zurück und dann verabschieden wir uns. Stellen uns schon mal dahin, wo es dann hingeht. Was? Nein. Nein. Außerdem habe ich hier noch gar keinen Fortschritt. Warum sollte man das tun? Vielleicht, weil man eine Kiste zerstört hat, die man vielleicht nicht hätte zerstören sollen. Na gut. So, meine Lieben. Oh, ich werde das jetzt mal direkt wahrscheinlich für euch schneiden, damit es am Sonntag auf jeden Fall fertig ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.